Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und so wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns einen Erfolg anschauen, den wir einmal finden und erkunden, dann Dracheninseln. Und zwar haben wir dann das Achievement So ein lieber Barker. Und dafür müssen wir 1, 2, 3, 4, 8, 16, 20 Viecher, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, einmal streicheln. Und wo die alle sind, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes befinden wir uns hier im Lager in der Mitte bei Marokai auf den Koordinaten 61, 39. Und da würde ich sagen, fangen wir einmal an. Einen habe ich schon gestreichelt, und zwar den Tywin. Und der befindet sich quasi hier einfach vom Instanzeingang ein bisschen rechts. Der liegt da, das ist so ein riesen strubbeliger Köter. Da gehen wir einfach hin und streicheln den einmal. Und dann haben wir den ersten quasi hier schon mal weg. Den zweiten haben wir da unten. Ich habe übrigens mit Handy Notes das Ganze mir eingeblendet. Dann sieht man das relativ schön und kann die einfach abklappern. Der zweite, der müsste irgendwo hier liegen. Wo haben wir ihn? Ah, da haben wir ihn. Den Beryl. Das ist hier dieser kleine Köter direkt neben dem Instanzeingang. Dann haben wir den zweiten. Und dann, warte mal, ich blende jetzt mal hier oben die aus, die wir schon gefunden haben. So. Dann haben wir quasi da hinten noch einen sitzen, bei den Koordinaten 64, 41. Der müsste da oben auf dem Hügel sein. Da werden wir jetzt einmal hochflattern. Und zwar ist der da, wo man die Tokens abgeben kann. Und da liegt der Kartei, heißt der irgendwie. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Aussprache, aber die heißen Vogelwild, die Viecher. Gut, das ist dann einmal Nummer 3. Dann können wir weiter flattern. Und zwar einmal darunter. Wir haben jetzt hier gerade diese Lager, oder Lager, besser so rum. Der Eilak, Lager der Eilak. Und dieses switcht immer. Also das ist an verschiedenen Stellen. Und in dem Lager der Eilak kann ein bestimmter Mob sein. Und zwar haben wir den hier rumliegen. Das ist er hier, der Hugo. Und den können wir jetzt auch gleich streicheln. Bevor ich das mache, zeige ich euch auf der Map. Das Lager der Eilak kann auch hier unten sein. Bei den Koordinaten 70, 63. Und dann ist dann auch hier Hugo. Und es kann auch irgendwo, warte mal, das hier, genau, bei 55, 52 sein. Und dann ist der Hugo auch da. Also je nachdem, wo das Lager der Eilak ist, ist einmal der Hugo an einer anderen Stelle. Ich habe es jetzt hier unten. Und das ist auch das wichtige Lager, denn es gibt einen bestimmten Mob, den wir nur kriegen können, wenn dementsprechend das Lager der Eilak hier unten ist. Und zwar ist es hier Ella. Und für Ella benötigen wir einmal das Lager hier unten. Also das muss man, glaube ich, auf Rang 4 freischalten. Und dann brauchen wir noch eine Quest. Riesenwild, Schaf zähmen, Schaf zählen, so rum heißt es. Genau, nicht zähmen, sondern zählen. Und die gibt es einfach hier dann in dem Lager. Die habe ich auch gerade. Seht ihr das? Wir können die jetzt auch nochmal kurz abbrechen, dass ich euch zeigen kann. Die gibt es einfach bei dem Typen, der direkt neben dem Hugo ist. Die können wir annehmen. Und so, wie ich das verstanden habe, finden wir dann die eine, ne? Also hier, wie heißt sie? Ella, finden wir nur dann, wenn diese Quest ab ist. Und ihr seht, dann hockt sie nämlich hier auf dem Felsen drauf. Ich bin jetzt hier gerade noch in der Gruppe drin, denn bei mir auf dem Server war sie nicht ab. Die ist anscheinend, wenn man sie gestreichelt hat, kriegt die hier so Prozente hoch. Und wenn die Prozente voll sind, dann ist sie irgendwie weg. Warum Blizzard? Ich verstehe es nicht, aber okay, so ist es. Heißt, wenn die bei euch nicht da ist und ihr die Quest habt, dann müsst ihr einfach ein bisschen hoppen, also ein paar andere Gruppen rein, schauen auf einen anderen Server oder ihr wartet einfach und findet sie dann dementsprechend. Gut, damit haben wir sie auch. Und, also die Ella. Und jetzt können wir weiter hier hinten in das Lager und ihr seht, da sind sau viele. Und da werden wir uns jetzt als nächstes hinbegeben. Fliegen wir mal ein bisschen niedrig unterm Radar. So, jetzt sind wir hier im Baumschritt Außenposten und dort haben wir jetzt, wir sind auf den Koordinaten 85, 25 und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die werden wir uns jetzt alle besorgen. Wo haben wir ihn? Hier liegt einer, ne, das ist er nicht. Ah, die laufen hier rum. Okay, also wen haben wir denn da? Zyper haben wir da, den streicheln wir jetzt mal, wenn wir ihn erwischen. Gut, und den anderen brauchen wir den auch. Nebel, den brauchen wir auch. Den streichen wir auch noch. Also Zyper haben wir. Nebel haben wir auch. Okay. Dann haben wir da oben noch einen. Ein bisschen den Weg lang. Ist der? Eigentlich soll hier einer sein.
Ja, gut, also hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen. Ah, das ist er hier, der läuft hoch und runter. Hier streichen wir den auch mal. Wie heißt der? Elaichi. Irgendwie so, würde ich jetzt mal sagen. War das einer, den wir gebraucht haben? Ah, ja. Oder Elaichi? Keine Ahnung, vielleicht ist es ein Spanier. Man weiß es nicht. So, dann hätten wir da hinten irgendwo noch einen. Liegt der da im Gebäude drin oder ist der... Irgendwo hier muss einer sein. Ich schätze mal, der ist im Gebäude und ich sehe ihn einfach nicht. Ah, der liegt da. Jetzt habe ich natürlich die Dialogoption von dem anderen Kollegen. Ah, da kriege ich ihn gestreichelt. Ah, jetzt. Baba heißt der. Den streicheln wir auch. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch drei. Zwei haben wir da unten noch, einen haben wir oben. Zack, haben wir da oben noch. Ich würde sagen, den schnabulieren wir uns als nächstes. Halt, ich bin zu weit geflogen. Zack muss irgendwo hier sein. Ah, der ist damit auf dem Turm drauf. Seht ihr das? Da hinten hoch. Auf das Türmchen rauf. Und da haben wir Zack oder wie man das auch immer aussprechen mag. Gut, der mag uns jetzt auch schon. Schauen wir hier nochmal ins Achievement rein. Ja, so die Hälfte haben wir jetzt in etwa. Dann haben wir jetzt da oben nochmal zwei. Und zwar Gentara heißt die. Schauen wir mal, flattern wir da einmal hin. Das müsste eine von denen hier sein. Nein. Ah. Gentara steht quasi direkt hier neben dem Dude. Das ist bei dem Weg hier raus, ne, wo diese ganzen Viecher hier stehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, und dann haben wir noch einen hier hinten beim Feuer. Pesca heißt der oder die. Wahrscheinlich die mit A hinten dran. Hoi. Nochmal, Pesca. So, dann müssten wir jetzt hier bei dem Lager unten fertig sein. Jawohl. Gut, dann brauchen wir jetzt noch ein paar weitere. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also die meisten haben wir schon. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hier hinter. Hier am Fluss haben wir noch einen dran, beziehungsweise an einem kleinen Teich. Und hier hinten sind auch noch drei. Und dann haben wir da hinten noch ein paar. Aber die, würde ich sagen, schnappen wir uns dann danach. Also so ein bisschen lang. Ich habe jetzt so eine Weak-Aura drauf mit so Timern für die Events. Und das praktisch ist, zeigt auch hier so eine Linie an, wo wir ranfliegen. Das ist gar nicht so verkehrt. Okay, wo haben wir denn den wir brauchen? Nein. Das ist auch nochmal der Tywin, ne? Aber den kann ich anquatschen, den kann ich nicht streicheln. Der muss anscheinend genau hinter... Ah, der ist genau hinter mir, im toten Winkel war er. Also hier am See haben wir jetzt den nächsten auf den Koordinaten 71, 49. Und dort ist dann dementsprechend Sojo, würde ich jetzt mal sagen, schimpft sich der. Den streicheln wir natürlich auch einmal. Oh, der heult sogar ganz süß. Okay, hätten wir den. Dann fliegen wir jetzt hier rüber in das Weiter. In das Lager. Okay, jetzt gucken wir mal. So in etwa in die Richtung. Vielleicht nochmal ein bisschen nach oben. Dort müssten wir dann nochmal drei haben. Das ist auf den Koordinaten 80, 58. Und dort haben wir jetzt folgende Mobs. Hier müsste einer sein. Ah, Wusch liegt da. Einmal auf dem Fell. Oder Balk, je nachdem. Den haben wir gestreichelt. Dann brauchen wir... Layla haben wir hier. Ah ja. Die Layla. Schau mal an. Sag jetzt mal nichts dazu. Und dann haben wir hier hinten noch Rotti. Den streicheln wir auch noch. Und dann sind es nur noch vier Stück, die fehlen. Der Ali brauchen wir noch. Bagger, Nama und Winyu oder wie die heißt. Und wo haben wir die jetzt noch? Hier haben wir noch Nama ist dort noch einmal. Gehen wir mal ein bisschen niedriger. Und auf derselben Linie haben wir da hinten einmal Bagger. Dann haben wir hier noch den Ali und dann fehlt noch einer, den ich jetzt gerade nicht so ganz auf dem Schirm habe. Aber den werden wir sicher auch noch finden. Vielleicht ist er unter einem von diesen Markierungen. Da werden wir jetzt dann gleich nochmal gucken. So, also hier Nama. Bisschen im Wald versteckt. Schauen wir mal. Ah, einen Ticken müssen wir noch rein in den Wald. So. Da
haben wir Nama. Da sind wir jetzt hier in dem Wald drin auf den Koordinaten 60, 62. Oi, irgendwie. Ich muss, glaube ich, von dem Drachen runter. Einmal drüber. Also, da haben wir sie. Streicheln wir die mal noch. Und ich habe gerade gesehen, einer hat nicht gezählt hier im Lager. Winyu hat irgendwie nicht gezählt, warum auch immer. Den hatte ich eigentlich vorher angeklickt oder dachte, dass ich ihn angeklickt habe. Aber kein Problem. Wir werden den einmal noch abklappern. Jetzt können wir eigentlich mal hier aus der Gruppe rausgehen. Ich habe das nur gemacht, um zu hoppen, dass ich den einen Mob holen konnte. Ich dachte eigentlich... Ach, da waren zwei. Oh, pardon, da habe ich vorhin einen vergessen. Also hier sind zwei. Winyu ist hier quasi auch. Und dementsprechend solltet ihr hier natürlich beide streicheln. Die waren ein bisschen zu nah zusammen, dass ich das jetzt gesehen hätte. Gut. Also gut, das war jetzt hier nochmal auf den Koordinaten 63, 41. Aber da waren wir ja vorher schon. Bloß, waren zwei Hunde genau nebeneinander gelegen, deswegen habe ich es da tatsächlich nicht gesehen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen unseren Elan aufladen, sonst kommen wir gleich nicht mehr sonderlich weit. Und jetzt haben wir als nächstes Bagger. Und Bagger steht hier anscheinend bei der Ziegenquest. Oh, an die kann ich mich noch erinnern. Die war sehr ätzend tatsächlich. Den klicken wir jetzt auch einmal an, den kleinen Kläffer. Und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 48, 40. Und dann haben wir nur noch den Ali. Ali kommt zuletzt hier an der Stelle. Und der müsste ein bisschen hier hoch sein. Ja, ein bisschen Elan haben wir noch. Ich denke mal, da werden wir es einmal noch hinschaffen. So, ein bisschen hier rüber. Und zwar bei Teraka... Irgendwas? Keine Ahnung. Terakai. Ah, mit I hinten. Der Flugpunkt hat es verborgen. Und dann haben wir den einmal wo stehen? Hinter mir. Ah, da ist er. Der Ali... Der Ali befindet sich auf den Koordinaten 40, 56 und dann klicken wir den einmal an und tada, da ploppt einmal das Achievement auf, so ein lieber Barker, wir haben alle 20 Stück gefunden, war eine relativ easy Sache, wie gesagt, der einzige, der halt ein bisschen blöd ist, war hier, ich glaube, irgendwas mit A hieß die, nee, Ella, so rum, Ella war das, dafür braucht ihr halt dieses richtige Camp, das Lager der Eilak hier auf der Stelle, ne? Und dann dementsprechend noch diese Quest, dass ihr dementsprechend auch den Mob sehen könnt. Dann ein bisschen hoppen, so wie ich das auch gemacht habe. Und ihr könnt sie einmal streicheln. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und dann sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.